Hallo meine Lieben, und weiter geht es. Wir werden uns jetzt hier mal umgucken. Ich habe noch keinen Weg gefunden zu der anderen Anomalie, die da draußen auf dem Dach ist. Vielleicht finde ich ja noch einen Weg. Hast du was gefunden? Farbe. Und noch feucht. Ich glaube, hier war vor kurzem jemand, Jack. Okay. Du solltest hier bleiben, bis wir wissen, dass es sicher ist. Ja, ich denke, du hast recht. Diese Nachricht, sie ist für mich. 4. Juli 2010. Beth Wilder, dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich soll in der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme, einfach weg. Was zum... Der Safe, leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft, unser aller Leben hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte, beeil dich. 2010. Verdammte Scheiße. Was war das? Er hat das 2010 für mich aufgenommen? Was zum Teufel? Und er hat gesagt, dass die Gegenmaßnahme weg ist? Nicht gut. Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Suchen wir weiter. Ja, aber wie kann er das schon 2010 aufgenommen haben, das Video? Hilf mir, das aus dem Weg zu räumen. Ja, Moment mal. Erstmal will ich die Tür hier aufmachen. Ich brauche Hilfe, um das wegzuräumen. Ja, ich komme ja gleich. Okay, durch die Tür kommen wir nicht. Jack, dein Bruder hat das Video an mich gerichtet, aber ich habe ihn noch nie im Leben getroffen. Nun, es klang so, als dachte er, du hättest seine Gegenmaßnahme. Wenn es doch so wäre. Aber er meinte, dass ihm die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 gestohlen wurde. Ich hoffe, wir finden hier heraus, wer es war. Aber wie kann er 2010 denn schon gewusst haben? Ich überlasse dir die Ehre, den Knopf zu drücken. Oh, toll, danke. Na, aber wo, wie und hast du nicht gesehen, hat er 2010 schon gewusst, was hier abgeht? Kann man hier die Leiter hoch? Nee, kann man nicht. Also das ist alles sehr merkwürdig, was hier abgeht. Gut, jetzt muss ich hier den Knopf drücken. Wieso habe ich da Schiss vor? Glaub's nicht. Ist das? Ja, ich denk's schon. Eine zweite Zeitmaschine. Das ändert alles. Wenn wir dieses Ding zum Laufen bringen, brauchen wir keine Gegenmaßnahme. Wir können alles ändern. Was, wenn wir verhindern, dass der Riss überhaupt erst entsteht? Wir können in die Vergangenheit reisen und dort alles ändern, bevor es überhaupt passiert. Niemand stirbt. Paul geht nicht durch die Maschine. Monarch hat nie existiert und der Riss hat nie stattgefunden. Jack, warte! Denken wir das zu Ende. Das ist nicht... Ich kann in die Maschine, so wie Paul in der Uni. Ich habe ihm geholfen, sie einzurichten. Dann können wir den Kern aktivieren, den Korridor in Position bringen, das Datum einstellen. Ich schaff das, Beth. Ich bin nicht so sicher, ob wir das ohne die Gegenmaßnahme machen können. Aber du hast recht. Wir brauchen die Maschine. Genau. Fangen wir mit dem Kern an. Okay. Erklärung? Irgendjemand? Ich habe Visionen von dieser Maschine in diesem Labor gesehen. Er muss sie hier versteckt haben. Ihr könnt mich jetzt aufklären. Jederzeit. Okay, Kernsteuerung.
Wo ist sie? Hat sich jemand diese Karte angeschaut? Anscheinend hat er beschriftet, wo sich alles befindet. Ja, ich guck mir die Karte hier jetzt gleich mal an. Die Pläne für die Gegenmaßnahme gehen über 11 Jahre, von 1999 bis 2010. An sich nicht seltsam, aber der Typ hat eine funktionierende Zeitmaschine in nur 2 Jahren gebaut. Okay. Diese Schaltpläne hat Will geschrieben. Er hat das alles gemacht. Alles gebaut. Monarch erfuhr kurz nach der Fertigstellung davon. 1999. Der Korridor. Er wird mit einem Schlüssel aktiviert. Wills Schlüssel. Da steht, dass der Kern zurückgesetzt werden muss. Toll. Und wie zum Henker sieht er aus? Ein rundes Teil in der Mitte, denke ich. Das solltest du dir ansehen, Jack. Ja, Moment, ich komme gleich. Ich wollte mir jetzt hier nochmal das hier angucken, denn nochmal... Will hat 1997 ein riesiges Forschungsstipendium bekommen. Er hat 99 den Bau der Zeitmaschine erfolgreich abgeschlossen, aber es hat ihm Angst eingejagt. Er hat keiner Sterbensseele davon erzählt. Wie zum Teufel hat er das alles gehalten? 17 Jahre und sie haben es immer noch nicht gefunden. Okay. Wir müssen herausfinden, womit wir anfangen. Wo ist die Kernsteuerung? Ja. Gute Frage, nächste Frage. Hey, Amy. Was ist das? Das würdest du mir nicht glauben. In den letzten 2 Stunden habe ich erfahren, dass Monarch ein paramilitärischer Verein ist. Das ist eine Zeitmaschine. Okay. Ich packe das mal zu den ganzen anderen Sachen, die keinen Sinn ergeben. Wir sollten Jack helfen, die Kernsteuerung zu finden. Ja, ja. Okay. Ich muss den Kern erst zurücksetzen. Okay. Erst muss der Kern zurückgesetzt werden. Ja. So, wo ist das eigentlich? Ach, da unten. Okay, warte mal. Kann ich jetzt hier oben? Ne, kann ich nicht. Hier kann ich nichts machen. Dann gehen wir mal zu Beth. Mal sehen, was ich mit ihr besprechen kann. Du hast gesagt, dass Will eine Gegenmaßnahme gebaut hat. Was macht dich so sicher, dass es nicht das hier ist, die Zeitmaschine? Er hat gesagt, die Gegenmaßnahme wurde gestohlen, aber die Maschine ist immer noch hier. Ja gut, das ergibt Sinn. Hey, sieht aus, als könnte ich den Kern von hier aus zurücksetzen. Weißt du wirklich, was du da drinnen tust? Keine Ahnung. Aber ich habe Paul geholfen, die Zeitmaschine in der Uni einzurichten. Die dann den Riss verursacht hat.
Will wusste, dass die Berechnungen falsch waren. Ich hoffe, das bedeutet, dass er hier wusste, was er tat. Will wollte uns hierher bringen. Wir müssen sie ausprobieren. Zuerst müssen wir den Kern einrichten. Okay. Ja, okay, ja, Kern einrichten. Es könnte die Lösung sein, um die Gegenmaßnahme zu finden. Wir werden sehen. Reset läuft noch. Der Kern ist zurückgesetzt. Wir müssen ihn über den Kontrollraum aktivieren. Laut Monitor befindet sich die Steuerung hier oben. Ich kann das Datum noch nicht eingeben. Das wird funktionieren. Es muss. Ihr wollt die... Wird schon schief gehen. Was war das? Alles okay. Alles okay. Ist okay. Es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Okay. Als nächstes aktivieren wir den Korridor. Okay, dieses Teil sollte auf keinen Fall so frei... Das war der letzte Schritt. Ich muss zuerst die Maschine vorbereiten. Okay, warte mal, wozu muss ich denn da jetzt hin? Also da drüben hin. Gott sei Dank. Soll das so sein? Das war Wills Schlüssel? Ja. Ein Schlüssel zu einer Zeitmaschine und er hat ihn im Kofferraum seines verdammten Autos vergessen? So kenne ich meinen Bruder. Auch nicht schlecht. Das hat sich nicht gut angehört. Korridor, dann das Star Park. Das war die Reihenfolge, dass sie noch funktioniert. Nein, 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 nein. Was? Gott, verdammt! Keine Ahnung. Wir waren so nah dran. Ich versuch's nochmal. Nein, auf keinen Fall. Du weißt, was passiert ist. Irgendwas ist mit der Maschine. Das wissen wir nicht. Du bist dafür nicht ausgebildet. Alles, was du tust, macht es nur schlimmer. Wir du können weißt, ich hab recht. Nicht aufgeben. Du hast Menschen verloren. Du bist wütend. Versteh ich. Aber das ist eine Nummer zu groß. Wir können sie nicht reparieren. Aber ich kenne vielleicht jemanden, der es kann. Sophia Amaral. Die Monarch-Forscherin. Ich sah ihr Ground Zero-Video. Serenes Leiterin der Kronenforschung. Sie ist heute Abend auf der Monarch-Gala, aber die ist abgeriegelt. Es wird unmöglich sein, an sie ranzukommen. Außer ich habe eine Einladung. Paul sagte, ich soll zu seiner Party kommen. Irgendwas sagt mir, dass das keine freundschaftliche Einladung war. Hm. Jack, nein. Okay, wollen wir mal fortfahren. Die Zukunft erschien mir so klar, als ich alles nochmal durchlebte. Als ich den Moment meiner Abreise erreicht hatte, war das vorbei. Seitdem orientiere ich mich nur noch an dem Plan und den Visionen. Ich wusste, dass Jack zu mir kommt. Das hatte ich gesehen. Aber ich wusste nicht genau, warum oder wie es enden würde. Da ist er. Sie hatten recht. Meine Visionen der Zukunft sind nicht immer klar, aber sie lügen nicht. Apropos Lügen. Joyce sagt, er hätte die Zeitmaschine seines Bruders gefunden.
Wir haben sie 17 Jahre lang gesucht und er findet sie in weniger als einem Tag? Klingt eher unwahrscheinlich. Und doch wissen wir, dass sie da draußen ist. Aber nicht, was ihm sein Bruder sagte. Wenn er die Maschine gefunden hat, würde er es Ihnen verraten? Ich vermute, dass er sie reinlegen will. Vielleicht, aber die Maschine ist da draußen. Und wir werden herausfinden müssen, wo. Wenn Jack es weiß, muss ich mit ihm reden. Dr. Joyce hätte uns die Antwort auf diese Frage geben können. Williams Einstellung und Wissen haben ihn zu einer Gefahr gemacht. Wird dieser wütende junge Mann denn kooperativer als sein Bruder sein? Ihr Urteilsvermögen ist dadurch getrübt, dass Sie sich an Jack als einen guten Freund erinnern. Sie müssen Ihre Gefühle aber außen vor lassen. Das tue ich. Dann vergessen Sie nicht, weshalb wir hier sind. Nach allem, was geschehen ist, brauchen unsere Leute das Gefühl, dass wir alles unter Kontrolle haben. Sie sind derjenige, der sie auf unsere Seite bringen kann. Ich kümmere mich um Joyce, damit sie sich auf ihre Rede konzentrieren können. Ich weiß, was hier auf dem Spiel steht, Martin. Dr. Sophia Emeril hatte nach Dr. Kims Unfall die Kronon-Forschungsabteilung übernommen. Sie war die Einzige, die das Kronon-Syndrom behandeln konnte. Mr. Joyce wartet unten auf uns. Ja. Erstmal will ich hier den Text durchscrollen und dann hier noch bis zum Fenster gucken und so. Und mal sehen, was hier noch zu tun ist. Wir sollten los. Ja, nun machen wir keine Hektik hier. Kannst du schon mal losrennen? Brauchst auf mich nicht warten. Die Villa war zwar etwas verschwenderisch, aber sie war nützlich für Events wie die Party. Und sie lenkte von unserem F&E-Labor in der Nähe ab. Aber zu der Villa hier würde ich auch nicht nein sagen. Nur kann ich mir das leider nicht leisten. Würde ich aber, wenn ich könnte. Was macht das Zeug hier? Es sollte doch schon alles bereit sein. Wir sind im Zeitplan. Verlieren Sie sich nicht in Kleinigkeiten. Blinzeln Sie nicht mal. Da bist du ja. Ich wollte mir den Lebensstil der Kranken und Verräter einmal aus der Nähe ansehen. Und es war eine so nette Einladung. Wie wollen Sie das jetzt machen, Paul? Ich könnte noch immer versuchen, Jack zu erreichen und ihn zur Vernunft zu bringen. Oder Hedge könnte sich um ihn kümmern, damit mich nichts von der Leitung Monarchs ablenkt. Halten, um persönlich zu zeigen, halten, um geschäftlich zu zeigen. Ja, machen wir mal. Ich bin in die Vergangenheit gereist und habe versucht, alles zu ändern. Beantworte mir diese Frage, Paul. Ich habe Jack mehr vertraut als sonst jemandem. Es war meine einzige Chance, ihm die Wahrheit zu erklären. Was soll das heißen? Niemand hat den Schützen gesehen. Aber wenn ich nicht dort wäre, um meine Rede zu halten, würde mein Imperium wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Okay. Ich glaube fest, dass Hoffnung zu Fehleinschätzungen führt. Und wie wir beide nur zu gut wissen, Mr. Joyce, können Fehleinschätzungen schnell zu Katastrophen führen. Und damit bleiben mir nur Sie, Mr. Joyce. Aber mein alter Freund wäre ein hoffnungsloser Fall.
tot und begraben, zusammen mit dem Rest meiner Vergangenheit. Heute wird gefeiert, gefeiert im Angesicht der Dunkelheit. Heute feiern wir, weil ich versprochen habe, dass wir bereit sind. Mit meiner Anwesenheit würde Monarch stärker werden. Der Plan würde sich wie vorgesehen entwickeln. Oh. Zoem beschließt sich, auf die Leitung von Monarch zu konzentrieren, anstatt Zeit mit Jack zu verschwenden. Zoem beschließt sich, auf seine Beziehung zu Jack zu konzentrieren und Monarch für den Moment sich selbst zu überlassen. Ja, was würde ich machen, wenn ich jetzt an Paul Sereens Stelle wäre? Ja, ich kenne ja jetzt seinen ganzen Plan nicht. Also ich tendiere ganz ehrlich gesagt zu E. Wir sind schon zu weit, um uns noch ablenken zu lassen. Reden Sie mit ihm, finden Sie raus, was er weiß. Dann werden Sie ihn los. Du hast so ein weiches Herz. Ich weiß, dass es für dich nur um uns beide geht, Jack. Aber das liegt alles in der Vergangenheit. Und ich habe eine Rede vorzubereiten. Ich habe gesehen, wo es ihn führt. Ich war am Ende der Zeit und bin ihm entkommen, bis ins Jahr 1999, wo alles begann. Ich habe versucht, etwas zu ändern, aber durch den Versuch sind diese Dinge überhaupt erst passiert. Hey. 47% der Community stimmen deiner Wahl zu. Ja, dann 53 haben wir also die anderen genommen. Die Zeit löst sich auf. Irgendwie hat sich Monarch die ganze Zeit darauf vorbereitet. Es gibt da etwas. Sie nennen es Rettungsboot-Protokoll. Und das kann uns retten. Zumindest ein paar von uns. Sie repräsentieren Monarch schon seit vielen Jahren, Martin. Aber lassen Sie mich eins klarstellen. Es ist immer noch mein Schiff. Aber Sie denken nicht klar. Sie brauchen Ihre Medikamente. Gehst du hin? Ich. Auf eine Party. Wir könnten ja zusammen hin. Was wollen Sie? Ich will eine Aussage. Einige Leute aus unserer Gruppe sind ein wenig zu weit gegangen. Die Situation ist ziemlich eskaliert. Und das passierte alles nur wegen Jack Joyce. Wir haben endgültig den Kontakt zu Jack Joyce verloren. Sie müssen ihn finden. Weg da! Sofort! Liam, das ist nicht, wonach es aussieht. Nein. Nein! Er ist fort! Alle Sicherheitskräfte, Fokus auf Liam Burke. Er ist bewaffnet und gefährlich. Medikamente. Sie verlieren ihre Wirksamkeit. Die sind okay. Nein. Ich muss etwas Neues entwickeln. Du solltest heute Abend ausspannen. Du arbeitest doch so schon viel zu viel. Ich habe ein paar Tests gemacht. Zu den temporalen Anomalien. Sie werden immer häufiger und dauern länger an. Die hören auf. Das sagte ich doch. Du musst in Betracht ziehen, dass du womöglich falsch interpretierst, was du... Es ist nicht falsch. Ich muss mich auf meine Rede vorbereiten. Sophia,
Mach dir nicht so viele Gedanken. Du hast noch gar nichts getrunken. Ich bin einfach nicht in der Stimmung, etwas zu trinken. Oh. Harter Tag? Ja. Ja, meiner auch. Wie kommt's? Ich sitze auch nicht den ganzen Tag nur rum. Also ehrlich. Mhm. Wir hatten, also es gab ein paar interne Probleme. Interne Probleme? Mhm. Und jetzt lässt du mich einfach hängen? Oh ja, es sind interne. Charlie. Okay. Ich habe geholfen, einen Verräter zu fangen. Ein Verräter? Gab es deshalb diesen ganzen Aufruhr heute? Ja, das war ich. Wer war es? Ich meine... Wer war es? Du fragst, wer es war? Ja. Ich kann nicht hier... Was? Es ist mir nicht gestattet, darüber zu sprechen. Und du hast damit angefangen. Ein richtiges Monarch-Drama. Ja. Was? Ja, ich schätze, da muss ich dich leider wieder hängen lassen. Und zwar diesmal wirklich. Naja, ich hatte nur gedacht, du würdest es mir erzählen wollen. Nun, ich mach mich mal frisch. Also, lass ich dich hier hängen. Wirklich. Okay. Geh feiern. Ja. Trink okay. Ein bisschen. Okay, alles klar. Vertu ist ein Idiot. Der ist so arrogant und überheblich. Aber sie spielt nur mit ihm. Danke für die Waffe. Dr. Emerald? Martin? Ich brauche Ihre Hilfe. Auf Sie hört er. Paul. Ist das so? Ich glaube, wir haben Probleme. Aber er versteht das nicht. Er weigert sich. Ich wüsste nicht, warum. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber ich weiß, dass Ihnen Monarch wichtig ist. Und wie es mit uns weitergeht. Und wenn wir den Nullzustand erreichen, müssen wir etwas tun. Und was könnten wir tun? Sie wissen, was wir tun können. Wissen Sie, Sophia... Es geht gar nicht so sehr darum, ob Paul auf mich hören wird, sondern dass ich nicht auf sie höre. Ich finde ihre Vorgehensweise eher kontraproduktiv. Sie stecken Paul mit ihrer ständigen Panikmache an und lenken ihn mit hohlen Weltuntergangsszenarien ab, um ehrlich zu sein. Ich bereue den Tag, an dem er ihnen auch nur einen Funken Verantwortung übertragen hat. Denn, wie sie sagten, ist mir Monarch äußerst wichtig. Was hat sie nur derart verängstigt, Martin? Wirke ich verängstigt auf sie? Was geht hier vor? Gar nichts. Wir haben uns nur nett unterhalten.
Sie sollten sich auf Ihre Rede vorbereiten. Schönen Abend noch, Doktor. Dieser Hatch, der kocht sein eigenes Süppchen. Denke ich mir mal. Hey, du bist Crocker, oder? Hey, Crocker! Crocker! Ich muss echt dringend kacken. Scheiße, komm schon, Croc! Crocker! Crocker! Komm schon, Crocker! Oh mein Gott. Oh. Da vorne. Die Frau da mit der Halskette. Ich setz mein Geld auf sie. Mhm. Gute Wahl. Ja. Ich muss mich für unseren Ryan Gosling entscheiden, der drüben bei George Clooney. Checke Manschettenknöpfe. Redet über Aktien. Ja. Richard, wo zum Teufel bist du gewesen? Ich hatte meine Einladung nicht. Oh mein Gott, immer verlierst du alles. Ich habe überhaupt nichts verloren. Drama. Ja. Wow. Oh oh, da, sie holt's raus. Oh nein. Bäm, ich sag's doch. Nein. Warum verliere ich bloß immer? Du schuldest mir ein Schwert. Ich glaube, ich krieg das Schwert. Ich kann nicht Nein, mehr. Regeln sind Regeln. Regeln sind Wir Regeln. Wir machen das ja nicht zum Spaß. Du schuldest mir ein Schwert. Ist gut. Okay. Okay, ich mach's. Wie ich Oliven hasse. Du schaffst das, Mann. Du Danke schaffst für die das. Aufmunterung. Wer sagt's denn? Danke. Ich wünschte nur, ich würde nicht immer verlieren. Lust auf einen Spaziergang? Ja. Okay. Alles klar. Ich nehme mein Schwert mit. Ich nehme meins auch mit. Crocker, 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 Crocker. Hör mal, hey, Kumpel, Crocker. Crocker, Croc. Burke! Crocker. Hey, Kumpel. Hey, hey, Burke, hey. Hör mal. Wenn ich da reinkommen muss, wirst du es bereuen. Hör mal, das ist alles nur ein beschissenes Missverständnis. Morgen bin ich hier wieder raus. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Ich sorge dafür, dass du befördert wirst. Ich will dir doch nichts. Ich muss einfach nur furchtbar dringend scheißen. Geh an die Rückwand. Fuck, danke, Mann. Ich schulde dir was. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Oh Mann, danke. Klappe! Geh langsam rückwärts. Yep. Gar nicht besonders scharf drauf. Okay, warum warst du denn da? Ich glaube, jemand hat mich gezwungen. Ach ja, was zum Teufel ist das? Sieht aus wie ein Dinosaurier mit Helm. Ja, genau so sieht es aus. Wo sind wir hier eigentlich? Dürfen wir überhaupt hier sein? Ja, bestimmt. Okay, dann ist gut. Und was hättest du heute Abend gemacht, wenn du nicht hier wärst? Was, wenn ich nicht mit dir zur Party gegangen wäre? Ja. Dann hätte ich all meine zahllosen anderen Pläne abgesagt. Ah. Oh. Und würde vermutlich arbeiten. Kann es sein, dass du ein bisschen zu viel arbeitest? Ja, aber... oh nein, ich meine, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Keine Ahnung. Ich bin gern voll eingespannt. Ja. Gib mir das Gefühl,
gebraucht zu werden. Du arbeitest auch ziemlich viel. Eigentlich bist du auch fast immer da, wenn ich da bin. Also meinst du nicht, dass du auch zu viel arbeitest? Vielleicht. Ich weiß nicht. Naja, ich denke vielleicht schon. Ich arbeite gern. Kein Schritt weiter! Ach du Scheiße! Du kleiner Pisser! Hey, warte! Du hättest mich nur ins Standortlabor lassen müssen. Du hast dich gegen Monarch gewendet. Was sollte ich denn tun? Du hast nicht die geringste Ahnung, was hier los ist, oder? Ich muss in das Labor. Da drin ist was, was ich brauche. Das Rettungsboot-Protokoll. Sie arbeiten mit Beth Wilder zusammen. Ich habe sie schon mal gesehen. Sie kennen sie? Ihretwegen bin ich hier. Die Waffe wirklich nötig? Ja. Na los, beeil dich. Geht's auch etwas freundlicher? Wir müssen hier hoch. Oh, ja. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Ich schätze, ihr schafft das nicht allein. Ich habe ein Talent für sowas. Schön, dass ihr es zu schätzen wisst. Nichts zu danken. Ist das das? Geschädigte Lebensform. Äußerst feindselig. Hab nur davon gehört. Lebensform? Es ist Dr. Kim. Ach du Scheiße. Wissen Sie, wer ich bin? Martin Hatch, Paulson. Andere Hälfte. Was bitte soll das bedeuten? Ich sorge für Monarchs Wohlergehen. Meist in Angelegenheiten, die Paul für unwichtig hält. Sie sind sein Assistent? Es steckt schon etwas mehr dahinter. Klingt aber nicht so. Nun, ich könnte Ihnen mein Beileid für Ihren Bruder aussprechen und, Sie könnten sagen, leck mich. Ich könnte sagen, dass Paul nicht will, dass Ihnen dasselbe passiert und Sie könnten sagen, leck mich. Oder ich könnte betonen, dass es zwischen Paul und mir gewisse Unterschiede gibt. Paul ist,
Er ist immer noch voller Hoffnung für diese Welt. Wohingegen ich die Sache realistischer sehe. Das Problem ist, ich glaube fest, dass Hoffnung zu Fehleinschätzungen führt. Und wie wir beide nur zu gut wissen, Mr. Joyce, können Fehleinschätzungen schnell zu Katastrophen führen. Paul ist ein sehr gefährlicher Mann. Quasi ein Fanatiker. Und es wird alles immer nur schlimmer, wenn wir ihn gewähren lassen. Und da bleiben mir nur Sie, Mr. Joyce. Vielleicht finden wir beide einen gemeinsamen Nenner. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, das ist... Okay, das kommt jetzt überraschend. Wer war das? Er war mein Mentor. Erst am College und dann hier bei Monarch. Es ging mir nicht wirklich gut und er hat mir geholfen. Ich hab's irgendwie. Es sind Phantomdateien. Die Reste einer Massenlöschung. Jemand war hier. Wir haben einen Chronon-Feldregulator. Warte, Moment. Ach du Scheiße. Das ist Dr. Emeralds Bericht. Was ist los? Die Anomalien, sie treten immer häufiger auf. Was für Anomalien? Je häufiger diese Anomalien auftreten, desto deutlicher weist das auf einen Riss hin. Okay, und was für ein Riss? In der Zeit. Ein Nullzustand. Sie hält an und sie startet nicht wieder. Und das Rettungsbootprotokoll könnte uns retten. Ich weiß es nicht. Aber der Chronon-Feldregulator ist das Herz von Monarchs Zeittechnologie. Alles hängt von ihm ab. Und er hat auch mit dem Rettungsboot zu tun. Ups. Wir müssen hier raus. Moment. Schnell. Hier lang, Charlie, komm. Nein, nicht weiter. Sonst ergeht's dir wie eh. Fiona! Das Labor ist abgeschirmt. Bleib hier! Abgeschirmt, wo willst du hin? Da waren Chronoschutzanzüge, die brauchen wir! Weg hier! Nein, da lang!
Ich hab's doch gewusst, dieser Charlie, das ist ein Penner. Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Gala waren hoch. Sie sind ein ziemliches Risiko eingegangen, dort aufzutauchen. Wenn wir Dr. Emeril entführen wollten, mussten wir es von innen tun. Beth Wilder. Sie haben ihr schnell vertraut. Wir hatten gemeinsame Interessen. War das alles? Ja, das war alles. Danke fürs Kommen. Und ich dachte, hier müsste jemand gerettet werden. Ich wette, da steckt mehr dahinter. Kennst du diesen Hedge? Serenes rechte Hand. Er war hier. Er hat mir einen Vortrag dazu gehalten, wie er Paul stoppen will. Ich hoffe, du hast abgelehnt. Ich habe ihm nichts geglaubt. Er ließ mich frei. Ich soll auf eine Gelegenheit warten. Habe ich dir gerade verschafft. Vielen Dank. Wie sieht's aus da draußen? Sie glauben sich in Sicherheit. Alle konzentrieren sich auf die Party. Dein wahnsinniger Plan scheint zu funktionieren. Und Dr. Emeril? Ich habe sie noch nicht gesehen. Aber sie wird entweder bei der Party oder in ihrem Büro im F&E-Labor hier auf der Insel sein. Ich mische mich bei der Party unter die Leute. Du süffelst also Champagner, während ich in eine Hochsicherheitsanlage einbreche? Du hast wohl an alles gedacht. Ich heb den Cocktailwürstchen auf. Oh, na dann. Gut, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch, seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.